EchoTV-Thema heute an diesem 15. August, an diesem Donnerstag. Es geht um die Landtagswahl in Sachsen. Wir haben letzte Woche über die in Brandenburg gesprochen und beide haben nämlich etwas gemeinsam. Ja, beide finden am 1. September statt. Letzte Woche also die Landtagswahl in Brandenburg, wo wir auch den Wahl-o-mat uns angeguckt haben. Heute der Wahl-o-mat zur Sachsenwahl und auch ein paar Infos zur Sachsenwahl an sich. Und damit willkommen zu Thema am heutigen Donnerstag. Ja, der Wahl-o-mat bzw. Landtagswahl in Sachsen, sie steht mal wieder an, bzw. man kann eigentlich so viel sagen, dass es mal wieder soweit ist für ein Wahl-o-mat. Wir haben ja in der letzten Woche ja schon darüber, über den Wahl-o-mat in Brandenburg ja geredet. Beide Wahlen finden am selben Tag statt. Das ist mit der Echo TV unter anderem eine große Herausforderung, geradewegs, was es darum geht, die Berichterstattung auch generell auszuführen. Aber wir kriegen das wahrscheinlich sehr gut hin und ich bin auch froh, wenn wir das auch entsprechend hinkriegen können und werden, wenn es am 1. September entsprechend dann zur Landtagswahl kommen wird hier bei uns bei der Echo TV. Wir sind da recht gespannt. Dafür wird ja Update Sport in eine Pause gehen. Das haben wir schon am letzten Sonntag geklärt. Da schaut es euch nochmal bitte an. Ja, es ist die siebte Wahl zum Sächsischen Landtag, die am 1.9. stattfinden wird. Und aktuell, beziehungsweise bei der aktuell sieht es ja so aus, dass die CDU ja dort eine Mehrheit hat. Und zwar nämlich von 39 4%. Ist jetzt nicht ganz so die absolute Mehrheit, ist aber entsprechend eine Mehrheit, die sich sehen lässt. Denn wenn wir gleich auf die aktuellste Umfrage von Anfang August gucken, sehen wir, ja, das sieht nicht so dolle aus für die CDU. Die Linken kamen damals als zweitstärkste Kraft auf 18,9%, die SPD auf 12,4%, die AfD damals bei 9,7%, die Grünen damals bei 5,7% und auch die NPD, die rechtsextreme Partei, mit 4,9% knapp im Landtag, am Landtag vorbeigeschrappt, beziehungsweise auch die FDP damals mit 3,8. Das ist ja auch noch in der Zeit gewesen, wo die FDP auch noch in der Krise war, wo die FDP ja seine, man muss eigentlich sagen, Identität gesucht hat, bis dann Christian Lindner kam und alles umgekrempelt hat. Muss man ja auch so sehen. Das ist im Übrigen dann auch knapp ein Jahr nach der Bundestagswahl gewesen, wo die FDP ja wo die FDP ja aus dem Bundestag geflogen ist, glaube ich sogar. Genau, wo die, so, das ist es ja auch gewesen. Damals haben CDU und SPD dann einen Koalitionsvertrag abgeschlossen. Auch hier regiert eine große Koalition. Wir wollen jetzt auch nicht so negativ darüber klingen, dass eine große Koalition etwas Schlechtes ist. Im Moment ja schon, wenn wir wissen, wie CDU und SPD im Bund miteinander regieren. Im ländlichen Bereich, also in den Bundesländern, sieht es ja entsprechend immer anders aus. Kann man ja so sagen, wie man es will. Dann kam es halt dazu, dass Stanislaw Tillich erneut wieder Ministerpräsident wurde. Sein drittes Kabinett wurde vereidigt. Stellvertretender Ministerpräsident wurde dann Martin Dulig von der SPD und wurde auch noch Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Dann kam die Bundestagswahl 2017. Wir wissen, CDU und SPD haben damals ordentlich Verluste einfahren müssen. Die SPD mehr als die CDU, obwohl die CDU genauso viel. Und in Sachsen bekam die CDU nur noch 26,9%. Zweitstärkste Kraft, beziehungsweise die stärkste Kraft, war dann nämlich die AfD bei den Zweitstimmen. 27%. Jeder fast, keine Ahnung wie viel. Ich bin da in Mathe ja nicht so gut wie ihr. Aber trotzdem kann man sagen, dass nämlich hier es nämlich so ausschaut, dass die AfD deutlich drüber lag bei der CDU. Als Konsequenz daraus hat Stanislaw Tillich dann gesagt, okay, ich mache Platz für die junge Generation und Nachfolger wurde dann als Parteichef der CDU in Sachsen, aber auch als Ministerpräsident Sachsens Michael Kretschmer, der auch generell eine andere Politik einfahren wollte und es immer noch versucht, aber auch einige Äußerungen von ihm in den letzten Jahren seit Ende 2017 sind zum Teil, das kann man auch so sagen, gegen die Wand gefahren.
Ja, blicken wir auf die aktuellste Umfrage, die wir nämlich rausgesucht haben. Sie sieht nämlich auch geradewegs nicht gut aus für die regierenden Parteien, denn wir sehen unter anderem hier, dass die CDU auf 28% kommt, im Übrigen von der Agentur INSA, und der Stand ist vom 6. August, also vor knapp 10 Tagen, könnte man sagen. Wir haben ja heute den 15. Und da sehen wir es so, dass die CDU geradewegs noch auf 28% kommt, die AfD direkt dahinter mit 25%. In dieser Umfrage auch generell der Sieger wegen mehreren Stimmen. Die CDU würde nämlich auch eine Menge verlieren. Die Linke würde auch etwas verlieren, kommt aber noch auf 16%. Die Grünen gewinnen dazu mit 12%. Die SPD würde katastrophal verlieren, 8%. Die FDP würde den Wiedereinzug schaffen, auch wenn der FPD steht. Ich meine natürlich FDP. Da war ich wohl mit den Fingern ein bisschen zu schnell. Und die sonstigen würden auf 6% kommen. Wie ihr sehen könnt, ich habe vorhin noch die NPD nämlich erwähnt. Sie ist in dieser Umfrage nur noch unter Sonstiges zu finden, weil sie deutlich abgenommen hat. Man könnte sich jetzt, sagen wir mal, ein Schelm könnte sich jetzt dabei denken und sagen, sind die NPD-Wähler etwa zur AfD gegangen? Who knows? Wer weiß es? Genauer gesagt kann diese Umfrage das auch nicht erklären, aber das wollen wir jetzt auch nicht genau vertiefen. Aber man sieht deutlich, dass es nämlich eine Änderung im Parlament dann spätestens geben sollte. Das ist eine Umfrage von vor knapp 10 Tagen. Wir werden sehen, wie es sich dann noch danach entwickeln wird, denn direkt nach der Gamescom, das möchte ich euch nochmal sagen, werden wir uns bei Update Politik uns auch nochmal darum beschäftigen. Kommen wir zur Wahl an sich. Es sind ja bis Ende Juni gab es ja noch die Zeit, also bis vor 2 Monaten kann man so sagen, gab es ja noch die Zeit, um Landeslisten einzureichen. Parteien, die nicht im Bundestag oder in dem Landtag vertreten sind, mussten zur Zulassung mindestens 1.000 Unterschriften sammeln, um entsprechend auch mit dabei sein zu können. Für den Kreiswahlvorschlag genügten hier sogar deutlich weniger, nämlich nur 100. Am 5. Juli dann entschied der Landeswahlausschuss über die Zulassung der eingereichten Landeslisten an der Landtagswahl. So gab es unter anderem aber auch Probleme, nämlich bei der AfD, nämlich da gab es nämlich einige Probleme, wo dann beim Verfassungsgerichtshof, des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs, dann Beschwerde eingereicht wurden und stellten dann auch auf einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen die Entscheidung des Wahlausschusses, und eine weitere Verfassungsbeschwerden legte ein Bürger ein. Zudem kündigte auch die AfD eine parallele Anrufung des Bundesverfassungsgerichts, und Ende Juli, also vor 2 Wochen, wurde diese dann erlassen, nachdem die Landeslistenplätze 19 bis 30 zugelassen wurden, weil deren Streichung mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig gewesen sei. Also hier hatte die AfD dann zumindest gewinnen können. Mit dabei neben der AfD sind auch natürlich die etablierten Parteien CDU, SPD, Linke, Grüne, FDP, auch die NPD ist mit dabei. Michael Kretschmer wird hier auch als Spitzenkandidat gehandelt bei der CDU, bei der SPD auch weiterhin Martin Dulich. Bei der AfD wird es Jörg Urban sein, ja, ein Bekannter bei der AfD. Bis 2014 war er nämlich noch Geschäftsführer der Grünen Liga in Sachsen. Seit Februar letzten Jahres ist er der Vorsitzende der AfD Sachsen. Wir wissen ja, Frauke Petry hatte unter anderem ja ein Bundestagsmandat in Sachsen sich ja geholt für die AfD. Einen Tag nach der Bundestagswahl ist sie ja ausgetreten aus der AfD und sitzt auch als Parteilose im sächsischen Landesparlament. Das wird sich wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen, denn auch Frauke Petry wird dabei sein mit der Blauen Partei, mit der neuen, die sie gegründet hat, ist sie unter anderem auch mit dabei. Dann auch mit dabei die Freien Wähler, die NPD, die Piraten, die Partei an sich. Da ist der Name noch nicht genannt worden. Die Bürgerrechtsbewegung Solidarität, die Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland, also eine neue rechte Partei von André Poggenburg, Ex-AfD-Mitglied, der ja irgendwann dann ja auch rausgeflogen ist. Sie ist ja völkisch-nationalistisch. Dann die Partei der Vernunft, die Kommunisten sind auch mit dabei, die Kommunistische Partei Deutschlands, die ÖDP, die Partei der Humanisten und die Gesundheitsforschung. Also die ist auch mit dabei, nicht zur Wahl wurden zugelassen, die Demokratie in Bewegung, weil sie nämlich nicht die 1.000 Unterschriften bekommen hatte. Und der dritte Weg, weil die politische Vereinigung nicht über die nötigen Strukturen verfügt hatte, um als eine Partei zu gelten. Ja, dann werden wir sehen, wie das sich entsprechend entwickeln wird. Wir wissen ja auch, dass da noch einiges passieren kann bis zum 1. September, beziehungsweise da nicht mehr so viel. Wir werden ja eher auf die Umfragen gucken, und da werden wir auch unter anderem euch auch weiterhin noch
Sagen wir mal informieren. Und auch was recht interessant ist, ist zum Beispiel eine Umfrage zur bevorzugten Koalition. Die wurde vor einem Jahr von der Agentur UNIQMA gestellt, also UNIQMA, und von Infratest DIMAP. Wir schauen erstmal auf die von UNIQMA, die nämlich geschrieben haben bzw. gefragt haben, welche Koalition am besten wäre. Die mit den meisten Prozenten, nämlich 18,7%, nämlich eine Koalition aus CDU, Grüne und SPD. Also eine schwarz-grün-rote Koalition, dicht gefolgt von einer rot-rot-grünen Koalition, geführt von den Linken. Ne? Also Linke, Grüne, SPD mit 14,9%. Dahinter dann eine Koalition aus CDU, SPD, FDP mit 13,5%. Dahinter dann die Koalition zwischen CDU und AfD mit 12,1%. Dann CDU, Grüne, FDP, die Ampelkoalition, Große Koalition und auch so eine Einheitskoalition aus den etablierten Parteien, wie viele wahrscheinlich sagen würden, CDU, SPD, Grüne, FDP wurde nicht gefragt. Dann hat Infratest DIMAP Anfang Juli nachgefragt, welche Koalition am besten ist. Hier führt die Große Koalition zwischen CDU und SPD, die ja bei dieser Umfrage, jetzt so kann man das nämlich sagen, ja, nicht viel Stimmen kommen wird. 36% aber sprechen sie sich dafür aus, 32% halt für die Regierungskoalition aus CDU, SPD, Grüne, FDP. Für die CDU und AfD-Regierung sogar 27%. Also hier wird sogar auch vermutet, dass die CDU in Sachsen, auch wenn sie sagt, wir koalieren nicht mit der AfD, dass sie wohl mit der AfD koalieren könnte. Wäre ein Schlag ins Gesicht wahrscheinlich für die Bundes-CDU, geradewegs für Annegret Kramp-Karrenbauer, die nämlich auch sagen will, ja nee, mit der AfD wollen wir nicht koalieren. Nun gut, da werden wir sehen, was passieren wird. Am 1. September um 18 Uhr werden wir die Zahlen sehen, der ersten Prognose. Dann werden wir schauen, welche Koalitionen möglich sind und welche auch nicht. Nun gut, wir werden später dazu nochmal kommen, wie sich der Wahlabend sich ablaufen wird. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Wahl-O-Mat. Wie ihr natürlich wisst, der Wahl-O-Mat, das ist ein Programm, was von Erstwählern, aber auch von Politikwissenschaftlern erfunden bzw. auch berechnet wurde. Dieser Wahl-O-Mat dient dazu, um zu gucken, in welche Partei man so mit den Thesen halt zusammenhängt. Es gilt nicht darum zu sagen, deswegen steht es auch unten nicht mehr eingeblendet, zu sagen, dass unter anderem nämlich die ganze Chose nämlich gar nicht, wie soll ich sagen, nicht zur Wahl steht. Also ihr solltet lieber nicht sagen, dass die AfD, also AfD sage ich jetzt schon, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Ich meine natürlich, dass es so entsprechend heißt, dass. Ich bin aus dem Wind gerade. Ja, ihr habt es gerade klopfen, wahrscheinlich klopfen gehört, aber nun gut. Das sollte eigentlich nicht sein. Ich fange nochmal an. Der Wahl-O-Mat ist nämlich dazu nicht da, um die letzte Wahlentscheidung zu treffen. Denn ihr müsstet selbst immer wieder wissen, welche Partei man wählen sollte. Und dafür gibt es auch geradewegs die Möglichkeit, rauszugehen, um sich nicht nur im Internet zu informieren. Zu Zeiten von Fake News ist das ja immer wieder ein bisschen, sagen wir mal, ein Risiko. Aber nicht ein zu hohes Risiko, generell um zu sagen, auch wenn Wahlkampfstände sind von den jeweiligen Parteien und selbst wenn das eine Partei ist, die euch nicht gefällt, informiert euch, denn schließlich geht es darum, die Demokratie zu wahren und nicht irgendwie zu sagen, dass wählen, was ich wählen muss, das muss ich wählen oder so, oder dass ihr dazu gezwungen wird. Am Ende entscheidet euer Gewissen, welche Partei ihr wählt. So, jetzt habe ich nochmal die Kurve gekriegt, das ist sehr schön. Kommen wir aber jetzt zum zu dem entsprechenden Wahl-O-Mat. Und ich muss es ja auch nochmal sagen, dass der Wahl-O-Mat ja eine Änderung gehabt hat, beziehungsweise eine Änderung ja hinter sich hatte. Nämlich geht es ja nämlich darum, dass ja die Volt-Partei damals zur Europawahl, das versuche ich jetzt auch nochmal hier zu erklären, gesagt hat, okay, man kann halt nicht so viele Parteien auswählen, die man will. Deswegen, wollen wir nicht. Der Wahl-O-Mat zur Europawahl wurde damals dann offline genommen. Jetzt ist er wieder online und diesmal ist aber die Voraussetzung die, dass man nämlich alle Parteien nehmen kann. Je mehr Parteien, desto größer die Auswahl. Das heißt, das wird hier gleich richtig lustig, wenn wir nämlich die 19 Parteien, die wir nämlich hier mit den Thesen haben, auch lustig mit dabei sind. Hier sind unter anderem halt auch in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung, aber auch mit der Sächsischen Zentrale für politische Bildung auch die Wirtschaftswoche mit dabei. Die Sächsische Zeitung Ippen Digital, die Taz und auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland, die üblichen Partner wie Spiegel, Focus, Welt, Zeit und auch das ZDF sind mit dabei. Aber wir müssen irgendwann hier wirklich auch mal drin stehen. Also, liebe Bundeszentrale für politische Bildung.
Ja, wir sind ein tolles Portal, ein tolles Informationsangebot. Meldet euch gerne. Weil es wird nicht viel bringen, aber egal. Starten wir dann los. Wir drücken direkt auf Start und wie gesagt, auch nochmal gesagt hier beim Wahl-O-Mat, wenn er nichts mit Bundestags-, Europawahl oder Landtagswahl in NRW zu tun hat, ist hier zum Teil halt auch meine eigene Meinung mit dabei. Also von wegen, ihr könnt dann reinschreiben, i linksversifftes Arschloch oder i Nazi oder so. Das ist meine Meinung, die ich hier zum Teil repräsentiere. Sollte es wirklich regionale Themen sein, wo ich nicht mit dabei sein kann, weil es halt eher Sachsen betrifft als den Bund oder NRW, dann kann ich dazu halt nichts sagen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an letzte Woche, wo das so gewesen ist. Da gab es auch einen lustigen Kommentar in den YouTube-Comments dazu. Starten wir dann los. Es sind insgesamt nun, wie ich weiß, 38 Thesen. Und hier steht es auch nochmal, der Wolf soll in Sachsen weiterhin unter strengem Schutz stehen. Also da ist der Wolf dann auch wilde, also Tiere von Bauern reißt, eher nicht. Auch wenn er, sagen wir mal, vom Aussterben bedroht sein sollte, dann sollte man ihn wenigstens einfangen und irgendwo, sagen wir mal, in ein Gebiet stecken, irgendwie sowas. Aber nicht in den Zoo. Das heißt nochmal so gesagt. Buß- und Bettag soll in Sachsen ein gesetzlicher Feiertag bleiben. Warum nicht? Feiertage sind da zum Auszuruhen. Sachsen soll vor 2038 aus der Braunkohleverstromung aussteigen. Ja. Es soll eine eigene sächsische Grenzpolizei geben. Nein. In Sachsen soll es Schulen geben, an denen Kinder bis mindestens zur 10. Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Die sogenannte Gemeinschaftsschule. Wäre natürlich auch viel besser, weil wir haben ja 16 verschiedene Schulsysteme in Deutschland. Das muss man auch nochmal so geradewegs unterstreichen, die das nicht wissen, dass es in Sachsen anders ist als in Nordrhein-Westfalen und in Bremen und in Hamburg und in Niedersachsen, Berlin, wie auch immer. Und ich würde mal sagen, das wäre halt auch entsprechend besser, wenn man bis zur 10. Klasse dann wenigstens gemeinsam unterrichtet. Und ab dann sieht man dann, ob es gut ist oder nicht. Ein Teil der Medizinstudienplätze in Sachsen soll nur noch an Studierende vergeben werden, die anschließend im ländlichen Raum als Ärzte bzw. Ärztinnen tätig sind. Natürlich, wenn Ärzte auf dem Land gesucht werden und viele Ärzte werden wollen, dann sollen sie halt ins Land, aufs Land gehen, aber sollen auch entsprechende Boni kriegen oder sowas. Das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen soll aufgelöst werden. Da bin ich neutral. Beim Kauf von Wohneigentum für eigene Nutzung soll keine Grundgewerbesteuer erhoben werden. Ja, na klar, wenn man es halt für sich selbst kauft, ne, und nicht irgendwie was dazu macht, außer man will da drin eine Firma gründen oder sowas dann schon. Alle öffentlichen Einrichtungen des Freistaats sollen Ladestationen für Elektrofahrzeuge einrichten. Natürlich, selbstverständlich. In Sachsen sollen mehr abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Abschiebehaft genommen werden. In Abschiebehaft. Er soll entweder dann abgeschoben werden, aber nicht in Abschiebehaft. Da bin ich neutral. Erzieherinnen und Erzieher sollen das gleiche Gehalt wie Lehrerinnen und Lehrer erhalten. Das weiß ich jetzt zufällig nicht, wie das dort abläuft, aber ich finde halt, Lehrerinnen und Lehrer kriegen in Sachsen wahrscheinlich deutlich mehr als Erzieherinnen und Erzieher. Deswegen soll es gleichgestellt sein, denn schließlich erziehen sie ja die Kinder bis zu dem Alter, wo sie dann in die Schule gehen. Das muss man auch noch mal so ein bisschen kapieren. Bei der Videoüberwachung an öffentlichen Orten soll die sächsische Polizei Software zur Gesichtserkennung einsetzen dürfen. Ist auch so ein schweres Thema, ne? Bin ich auch neutral. Der Freistaat Sachsen soll sich für die Einführung einer CO2-Steuer einsetzen. Da steht sofort auf Stimme zu. An sächsischen Schulen soll weiterhin Kopfnoten, Beiträgen, Fleiß, Mitarbeit, Ordnung vergeben werden. Warum nicht? Motiviert ein bisschen. Der Freistaat Sachsen soll Projekte gegen Rechtsextremismus fördern. Geradewegs da, wo der Rechtsextremismus ja etwas schwer geworden ist, was ich jetzt hier auch nicht so erwähnen wollte, aber klar. Das sollte auch gemacht werden. Überall ist der Rechtsextremismus. Den kann man leider nicht so verhindern. Auch nicht mit Gewalt. Eltern sollen sich weiterhin an den Kosten für die Betreuung ihrer Kinder im sächsischen Kitas beteiligen. Nein. Der Freistaat Sachsen soll ökologische Landwirtschaft stärker fördern als konventionelle. Ich habe letzte Woche beim Wahl-O-Mat in Brandenburg, glaube ich, gesagt, ja. Nee, nein. Weil auch andere sollen. Nee, oder ja, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich bin schon alter Mann. Das sieht man mir wahrscheinlich nicht an. Hahaha. Und ich denke mal, ich würde mal sagen, ich stimme halt auch mal wieder zu. Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern, die ihren Mitwirkungspflichten nicht nachkommen, sollen die Leistung gekürzt werden. Nein. Der konfessionelle Religionsunterricht an öffentlichen Schulen in Sachsen soll abgeschafft werden. Nein. Sachsen soll sich für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen einsetzen. Ja. In Sachsen sollen alle Asylbewerberinnen und Bewerber bis zur Entscheidung über ihren Antrag in einer zentralen Einrichtung untergebracht werden. Nein. Der Freistaat Sachsen soll ausschließlich die Entwicklung alternativer Antriebstechnologien für den Straßenverkehr fördern. Warum nicht? Ne? Es soll eine gesetzliche Frauenquote für Führungspositionen in sächsischen Landesbehörden gelten. Ja, warum nicht?
Alle Polizistinnen und Polizisten sollen im Einsatz eine individuelle Kennzeichnung tragen müssen. Ja, natürlich kann es klar sein, dass das so sein sollte. Wohngeld soll an Deutsche, nur an Deutsche ausgezahlt werden. Nein. Aufträge des Freistaats sollen nur an Unternehmen vergeben werden, die nach Tariflohn bezahlen. Das wäre zum Beispiel sehr sinnvoll, das kann man halt auch mal so sagen. Förderschulen in Sachsen sollen erhalten bleiben. Ja, die 5%-Hürde bei Landtagswahl soll beibehalten werden, na klar. Sachsen soll sich dafür einsetzen, dass eine Grundrente ohne Prüfung der Bedürftigkeit eingeführt wird. Ja, kann man so sagen, ne? An öffentlichen Hochschulen in Sachsen soll die Forschung zu militärischen Zwecken weiterhin erlaubt sein. Da bin ich neutral. Der Freistaat soll die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte nach Sachsen fördern. Ja, das wird einigen recht nicht gefallen, wenn ich auf Stimme zuklicke, aber ist mir egal. Brachliegende Baugrundstücke sollen für den städtischen Wohnungsbau enteignet werden können. Natürlich, wenn die da nur so rumliegen und nicht genutzt werden, entschuldigen Sie mal, da kann man schöne Wohnhäuser draufbauen. Gut bezahlt, was ja nicht funktioniert, aber nun gut. In sächsischen Schulen soll ausschließlich das traditionelle Familienbild, also Vater, Mutter, Kind, vermittelt werden. Nein, wir leben im 21. Jahrhundert, wir leben im Jahr 2019. Entschuldigen Sie mal. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen einen gesetzlichen Anspruch haben, sich für allgemeine Weiterbildung, also den Bildungsurlaub, freistellen zu lassen. Warum nicht? An allen Landstraßen in Sachsen sollen Radwege verpflichtend sein. Ja. Auch der Besitz geringer Mengen Cannabis soll strafrechtlich verfolgt werden. Nein! Es klingt so, nein, warum nicht? Ganz einfach, wenn es gering, also wenn es wirklich sehr, sehr wenig ist, es hängt ja auch immer davon ab, ab wann für wie viel wie wenig ist, ne? Und wenn es ganz wenig ist, dann soll man halt einfach irgendwie sagen, nein. Der Freistaat Sachsen soll ausschließlich den Ausbau erneuerbarer Energien fördern. Na klar. Bei Landtagswahlen soll das Wahlalter gesenkt werden. Ja gut, das ist zum Beispiel eine These, die ja bei der Landtagswahl in Brandenburg unter anderem, da klicke ich im Übrigen auf Stimme zu diesmal, etwas anders ist als bei der Landtagswahl in Brandenburg oder beim Wahl-o-mat zur Landtagswahl. Da habe ich ja ein bisschen anders abgestimmt als bei bei der letzten, so muss ich das unter anderem sagen. Ja, damit sind alle 38 Thesen durch. Wir schauen uns das nochmal an, wie es hier aussieht. Da sieht man es. X ist dagegen, Häkchen ist dafür und was ausgelassen wurde, was nur ein gelbes Kästchen ist, das ist unter anderem halt die, ja, die neutrale Position. Und das kann man sich auch nochmal so schön anschauen. Deswegen kann man das ändern. Nicht mehr. Also ändern kann man es nicht mehr, außer man bricht jetzt ab und macht was Neues. So, jetzt kommen wir wieder zu dem Teil, den ich wieder mal ein bisschen komplizierter nämlich ausholen muss. Vielen Dank an dieser Stelle an die Volt-Partei Deutschland, die sich deswegen beschwert hat. Nun gut, ist auch ein bisschen besser für uns hier bei der Echo TV, dann können wir es auch besser erklären. Natürlich nehme ich wie immer, das ist ja hier so das Credo, wenn wir den Wahl-o-mat hier haben, die Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sind. Das sind nämlich CDU, SPD, Linke, AfD, Grüne und die FDP. So, jetzt kann ich noch weitere nehmen. Ich nehme an dieser Stelle aber auch wieder nur 8 Stück. Das heißt, wir können das immer wieder anders machen. Ich nehme unter anderem mit die Partei, die ÖDP. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sind schon 8 Stück. Da mache ich eine Ausnahme. Nee, dann nehme ich nicht die ÖDP, dann nehme ich die blaue Partei mit dazu. Ne? Und ja, schauen wir mal, was rauskommt. Ach, guck mal, die Partei kommt raus mit 82,9%. Ja, dicht gefolgt von SPD und Grüne mit 77,6%, dann die Linke mit 73,7%, die FDP bei 47,4%, CDU 47,4% ebenfalls gleich und dann die blaue Partei von Frauke Petri mit 31,6% und die AfD bei 30,3%. Also so sieht das dann unter anderem dann auch noch aus. Wenn ich alle Parteien nehme, das heißt, wenn ich jetzt mal alle anklicke, kommt bestimmt auch noch die Partei raus. Kann aber auch sein, dass es ein bisschen anders aussieht. Guck mal, das Parteilogo ist aber ein bisschen langweilig hier. Liebe Gesundheitsforschungspartei. Kommt ebenfalls die Partei raus mit 82,9%. Dann kommen aber erst die Grünen, dann die SPD. Ist eigentlich aber generell Wumpe wahrscheinlich, in welcher Reihenfolge. Außer wir beschäftigen uns jetzt intensiv mit diesen 38 Themen. Dann die Piraten mit 76,3. Dann die Linke mit 73,7. ÖDP mit 71,1. Humanisten 64,5. Tierschutzpartei 63,2, KPD
KPD 59,2 Freie Wähler, 57,9 Gesundheitsforschungspartei, 55,3 die Büso, 48,7 CDU, 47,4 FDP, 47,4 NPD bei 43,4 die ADPM. Welche Partei das jetzt war, keine Ahnung, können wir mal kurz gucken. Genau, Aufbruch deutscher Patrioten und die PDV, was ist das nochmal, Partei der Vernunft. Und halt dann der ganze Rest, also AfD bleibt hier auch entsprechend als letztes. Dann gucken wir mal uns die Begründung an und schauen direkt mal auf die erste Begründung, Jagd von Wölfen. Da habe ich gesagt Nein, unter anderem haben auch Nein gesagt Freie Wähler, Büso, CDU, FDP, NPD, ADPM, PDV, die Blauen und die AfD. Also eher konservativ gerichtet. Neutral sind hier die KPD und die Gesundheitsforschungspartei. Zu was eigentlich braucht die Gesundheitsforschungspartei den Wolf zum Schutz? Wer weiß, vielleicht auch zur Forschung. Ich weiß es nicht, kann ich nicht genau sagen. Dafür sind die Partei, die Grünen, die SPD, Piraten, Linke, warte mal, Freien Wähler, ja. Freien Wähler. Die Partei Grüne, SPD, Piraten, Linke, ÖDP, Humanisten, Tierschutzpartei. Was schreibt denn die Partei dazu? Zur Lösung des Wolfproblems könnte man Schafe mit Stahlwolle züchten, alternativ siedeln wir Bären an und fördern so die natürliche Auslese. Na, warum nicht? Klingt interessant. Was schreibt die Freien Wähler? Der Wolf ist ein Waldbewohner, wie andere auch. Der Jäger hat die Aufgabe, Hege und Pflege, Wölfe vernünftig bejagen, insbesondere die gefährlichen Hybride, Kreuzung Wolf-Hund, die kaum Angst vom Menschen haben. Ja, und dann gucken wir auf das Letzte, nämlich Wahlalter senken. Dafür sind die Partei Grüne, Piraten, Linke, ÖDP, Humanisten, Tierschutz, Freie Wähler und FDP. Die Gesundheitsforschungspartei ist neutral. Die sind, glaube ich, bei allem neutral, wenn man das mal so sagen kann. Dagegen sind KPD, Büso, CDU, NPD, ADPM, PDV, Blaue Partei und die AfD. Mich würde interessieren, was die CDU dazu schreibt. Das bürgerliche Gesetzbuch und das Strafrecht überträgt jeden jungen Menschen aus gutem Grunde erst mit 18 die volle Verantwortung für ihr Handeln. Da Rechte und Pflichten in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen sollten, halten wir an der bestehenden Altersgrenze für Landtagswahlen fest. Auf Deutsch auch gesagt, die Jugend macht uns Angst, liebe CDU. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage, ne? Aber es gibt halt auch unter 16-Jährige, die sich halt schon politisch engagieren, die sich schon für Politik interessieren und wahrscheinlich bessere Reden halten können als einen aus ihrer Partei, wenn sogar nicht aus einen aus den genannten Parteien, die nicht dazu stimmen, wie zum Beispiel die AfD. Da bin ich mal auch mal interessant, was die dazu schreibt. Dass sich mit dem Absenken des Wahlalters wieder mehr junge Menschen für politische Entscheidungen interessieren, ist falsch argumentiert. Da selbst Wahlberechtigte kaum zur Wahl gehen oder sich für Politik interessieren. An was mag es wohl liegen? Ja, da möchte ich keine Opfer suchen. Zudem sind eine gewisse Reife und Lebenserfahrung Voraussetzung für die Komplexität der Wahlentscheidung sowie die Übernahme von Verantwortung. Insofern scheint uns eher eine Heraufsetzung des Wahlalters sinnvoll. Heraufsetzung? Warum nicht gleich auf 60, liebe AfD? Ja, ich sag dazu gar nichts. Muss man mal so sagen. Ich sag dazu nichts. Also das klingt wirklich ein bisschen bescheuert, was die AfD dazu meint. Aber nun gut, ich behalte es so für mich, wie ich es nun denke. Nun gut, das ist der Wahlomat gewesen für die Landtagswahl in Sachsen. Ich hoffe, das hat euch auch so ein bisschen was gebracht. Wenn ja, dann denkt bitte darüber nach, ob es wirklich stimmen sollte, was so mit eurer Entscheidung halt auch wirklich am Ende stimmt. Sollte es sie auch wirklich sein, wählt mit Bedacht. Das möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen. Generell möchte ich aber auch nochmal sagen, dass es auch weitere Infos zu den Landtagswahlen in Sachsen auch auf der offiziellen Seite der Landeszentrale, also der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung gibt. Nämlich hier unter anderem die Wahlforen für die Landtagswahl in Sachsen am 1. September. Und wir werden ja, wie schon gesagt, am 1. September ja live darüber berichten, weswegen Update Sport ja am 1. September ausfallen wird. Um das auch nochmal zu sagen, also direkt die Woche nach der Gamescom stellen wir uns schon langsam in den Wahlmodus ein, denn vier wichtige Wahlen stehen noch an, nämlich die beiden Wahlen am 1. September in Brandenburg und Sachsen, dann die Landtagswahl in Thüringen und die Nationalratswahl in Österreich. Wenn es dazu irgendwie einen Wahlomat in Österreich geben sollte, dann werde ich mich recht dafür interessieren. Also an meine österreichischen Freunde, schickt mir ruhig gerne den Link per E-Mail, es ist auch möglich an waldi@derchotv.de.
So viel dann auch zu unserem heutigen Thema an diesem Donnerstag. Sollte es irgendwie Hintergrundgeräusche geben, dann entschuldige ich mich dafür. Ist ein bisschen ordentlicher Verkehr jetzt an zu dieser Aufnahmezeit. Also auch im Hintergrund Entschuldigung dafür, dass es da halt so ein bisschen lauter wurde. Nächste Woche gibt es dann auch eventuell der ArchoTV-Thema, je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe, weil Vorbereitung für die Gamescom steht an. Ihr wisst ja, dafür gehen ja unsere Twitch-Livestreams in die Sommerpause für die eine Woche, weil ich mich ja dann eher auf die Gamescom konzentriere, was dann auf unserer Webseite nämlich los sein wird, auf derchotv.de. Weise ich gerne darauf hin. Apropos Hinweisen, heute Abend solltet ihr dieses Video an diesem heutigen 15. August sehen. Heute Abend gibt es den letzten Stream vor der Gamescom noch einmal. Da gibt es ja auch noch eine Abstimmung. Die ist ja seit heute Morgen, beziehungsweise seit gestern Abend, glaube ich, schon draußen. Also schaut mal ruhig gerne mal rein. derchotv.de/live oder twitch.tv. /derchotv. So, wir sind am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für Thema für heute. Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder oder nach der Gamescom oder auf der Gamescom, je nachdem. Und generell sage ich mal, wie immer, weitere News gibt's auf derchotv.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder hier bei derchotv.